Am 8.01.2020 begann ich ein Work-and-Holiday in Japan. Dieses konnte ich zweimal mit viel Mühe und aufgrund der globalen Situation verlängern. Ende Dezember 2021 beantragte ich nach langem Hadern ein Visum für eine private Sprachschule, da mein Work-and-Holiday endgültig auslief. Es wurde abgelehnt. Ich war am Boden und beantragte erneut eine Verlängerung des Work-and-Holiday. Dies wurde wie durch ein Wunder genehmigt. Ich bekam eine dritte Verlängerung und beantragte das Studentenvisum im April 2022 erneut. Was ich euch hier gerade in ein paar Sekunden erzählt habe, waren die heftigsten 2 Jahre und 4 Monate meines Lebens. Nehmt euch gern 3 Minuten Zeit, um zu erfahren, wie dieses Abenteuer weitergeht. Danke. Sag mal, Bro. Ja? Wann willst du denn den Leuten eigentlich mal mitteilen, was mit deinem Visa ist? Oh, Alter, hör mir mit dem Thema auf, ey. Warum? Was ist denn da los? Das ist wirklich mega kompliziert. Warum denn? Du musst den Leuten doch bloß sagen, was Sache ist. So einfach ist das aber nicht. Ich finde schon. Warum denn nicht? Da hängen doch total viele Emotionen dran. Ja und? Naja, und die will ich vielleicht richtig verpacken und abliefern? Ja, dann mach halt ein Video und erklär den Leuten das. Ey, überleg doch mal, wie uns diese Thematik die letzten 2 Jahre und 4 Monate beschäftigt hat. Und da soll ich jetzt einfach ein Video machen und den Leuten erklären, hey, übrigens, ich habe jetzt mein Visum bekommen oder nicht bekommen. Ja, genau so. Warum denn nicht? Also A, weil wir zu der Thematik schon 3 geile Videos auf dem Kanal haben. B, weil ich finde, dass die Thematik einfach ein gutes Video verdient. Und C, weil ich kreative Videos mag und nicht einfach irgendein Video droppen will, gerade bei der Thematik. Und dann machst du lieber kein Video und stresst dich, anstatt aus dem Herzen heraus eins zu machen. Ja, scheint wohl so. Danke, Mister, ich analysiere alles durch und halte es dir dann vor. Hey, 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 jetzt chill doch mal, Digga. Ich wollte dir doch nur helfen. Ja, sorry, ich weiß, es war mein Fehler. Ich wollte einfach das Maximum geben, weißt du? Ja, das verstehe ich. Aber das machst du doch. Jetzt, genau, gerade hier. Hä? Wie meinst du das? Bro? Ja. Naja, also, das ist mir jetzt irgendwie unangenehm, aber... Aber was? Digga, das musst du doch checken. Jetzt sag halt, was du meinst und red nicht um den heißen Brei rum. Hier steht bloß eine Kamera und du spielst 2 Rollen. Ist das nicht aufwendig genug? Mann, du hast ja recht. Ich bin ja alleine hier. Oh, Digga. Was für ein heftiger Trip. Ich sollte echt aufhören, diese Dinger zu nehmen, Alter. Jo, Digga. Hier unten. Hey, 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 hey. Digga, hallo. Hä? Vergiss mal nicht, den Leuten zu sagen, dass du jetzt dein Visum bekommen hast, ne? Jo. Ich meine, jetzt habt ihr es gehört. Sieht so aus, als wären wir jetzt Studenten. Am 25. März 2022 bekam ich mein Studentenvisum. Wenn alles gut geht, darf ich bis zum 25.06.2023 bleiben. Ohne euren Support wäre das Ganze längst vorbei. Aus tiefstem Herzen, danke. Achso, und abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da und schreibt mal was in die Kommentare. Danke.